Heißt hier, geht's hier auf Tropico mit El Presidente. Wir haben Problem, unsere Wohnungszufriedenheit im Rahmen des Möglichen zu erhöhen. Ich würde gerne mal wieder Leute loben, habe aber kein Geld. Dann müssen wir unseren Strom natürlich hier etwas ausbauen an der Stelle, um es bei der Wertgewerbe was sein. Ah, wir haben sogar Geld. Wir haben... Fuck! Fuck! Das reicht gerade um einen Millimeter nicht. Aber doch, hier passt es. Ich glaube, das müsste aber funktionieren, oder? Hoffen ich baue es mal hin. Damit die anderen hier auch quasi alle Strom kriegen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich denn jetzt die Wohnungszufriedenheit verändert. Ob unser Projekt tatsächlich... Es stand ja nur Effizienz. Aber was ist denn Effizienz? Effizienz ist ja die Wohnqualität. Die ist gestiegen. Oh, super. Das heißt, das müsste sich jetzt hoffentlich bald hierin widerspiegeln. Ansonsten müssen wir kurz davor mal kurz das Budget für alle erhöhen, wenn wir Geld haben. Was unmöglich ist. Ich würde auch gerne erstmal den Hafen machen. Wir haben noch 2000 Tage Zeit. Und wir lernen natürlich in Zukunft raus, wirklich nur noch Sachen anerkennen, von denen wir auch wissen, dass wir sie in irgendeiner Form Nein, Sachen anerkennen war ja nicht schlimm. Das war ein Besserungsversprechen. Achso, stimmt. Ja, genau. Besserungsversprechen. Aber dass man auch nicht drüber nachgedacht hat vorher, gell? Ich wusste nicht, dass man das so, weißt du? Ja, aber die Wahlreden, das macht ja, ja, irgendwo macht das Sinn. Genau, die sagen jetzt hier, Mimimi, ich habe keinen Strom, Mimimi. Überfall abgeschlossen, 10.000, das war sehr wichtig. Und nochmal den nächsten Überfall triggern. Ja, wir haben ja noch ein paar Überfälle wahrscheinlich, ne? Oh, wir haben gar keine ja, mehr. Ja, eben. Schatzjagd. Ganz viel Schatzjagd. Stonehenge schon so ein Scheiß, können wir alles später. Ja, das Wichtigste ist, dass wir Geld kriegen. So, damit die das hier schnell gebaut. Baut das mal schnell hier, bitte. Achsenmächte Entwicklungshilfe. Uiuiui, das haben wir aber echt richtig nötig gerade. Ja. Warum wird das jetzt gerade nicht besser? Die sollen jetzt mit ihrer scheiß Wohnqualität zufrieden sein. Was kann ich denn für die Wohnqualität tun? Ach so, wahrscheinlich, weil es auf der Festplatte liegt. Obdachlos. Wohngebäude mit freistehenden Wohnungen. Wohnstätten. Okay. Das heißt, Obdachlosigkeit ist, denke ich mal, ein Problem. Die sind mittellos bis arm. Gut, mittellos kann ich natürlich echt nichts tun. Bei mittellos ist halt, da bist du halt ja. Vor nix. Musst du halt arbeiten. Ja, eben. Und wir haben auch, glaube ich, ein bisschen Arbeitslose, oh, ne? Wir haben einen Fuck. Wir haben gleich eine Gummiplantage. Wir haben gleich eine Gummiplantage. Das hier können wir auch nicht erhöhen. Nee, lieber die Export. Du kannst im Elektrizitätswerk noch ein paar Stellen anbieten. Nee, dann haben wir zu viel Strom. Ich wollte das so niedrig halten, damit wir so wenig wie möglich Strom produzieren. Das sind nur den Strom produzieren, den wir dann auch brauchen. Dann bau noch eine Baracke irgendwo hin. Wo es Hütten hat. Genau, die haben jetzt noch keinen Strom. Die kriegen gleich Strom. Und dann sollte das eigentlich ja steigen. Wohnungszufriedenheit kann auch echt heißen, glaube ich, dass viele Leute halt obdachlos sind. Ja. Fuck. So, wo sind Leute obdachlos? Wo sind nochmal diese Hütten? Da sind Hütten, da kommt ja gleich was hin, oder? Nee, da haben wir nichts hingebaut. Ja eben, da müssen wir noch was hinbauen. Ich baue noch eine Baracke hin. Noch mehr Baracke. So, ich glaube auch echt, dass es mehr damit zu tun hat, dass wir, das wird gleich gebaut. Das ist gleich fertig. Mach mal hohe Priorität, so, bitte. Ah, das wird schon. Die haben auch noch nicht. Wo haben wir denn noch Barackenbildung? Das geht, da bräuchten wir vielleicht noch eins. Und das sind auch Leute gut situiert. Arm, arm, arm. Arm, arm, arm. Okay, da bräuchten wir auch wieder eher eins. Baracos. Nix Baracos, da Baracos. Okay. Feuer. Ja, fuck it. Ist mir egal. Der Hafen? Ja, nee, Ach, das nee, ist der Fischereihafen. Fischerei-Dings. Okay. So, ich finde gut, dass wir so viel sehen bei der Als Sonne. Als nächstes müssen wir einen Hafen bauen. Ja. Die Busgarage ist ja erstmal zwei. Aber warum steigt jetzt die Ding nicht? Ich habe doch da die Qualität jetzt erhöht. Du Idiot. Wie kann ich die Wohnqualität erhöhen? Mit schön machen drumherum. Nähe des Arbeitsplatzes. Ja, aber das erhält doch nicht die Wohnqualität, oder doch? Wohnqualität 40. Ja gut, dass wir mit Wohnqualität 40 die natürlich nicht da drüber kriegen, das kann ich irgendwo verstehen. Wenn du es drumherum noch schön machst. Du musst halt Deko kaufen. Oh, das ist natürlich sehr unschön hier. Das kann natürlich auch ein Problem sein, ne? Nee. Okay, daran könnte es scheitern. Fuck.
Das kann doch nicht an sowas scheitern, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, haben wir dann verloren? Ja, natürlich haben wir dann verloren. Nein, zeig mal her. Nein, dann haben wir nicht direkt verloren. Ich glaube schon, oder? Nein, die mögen uns dann nur weniger. Dann haben wir halt nicht mehr 75%, sondern... Wo ist denn Lums bei der Werke? Da. Genau. Jetzt müssten wir natürlich... Ah, die da hinten haben wieder nichts. Ja, genau. Hier nochmal im Umkreis, ne? Genau, da können wir hier schön... Ja. Da ist nochmal ein Kreis. Okay. Ich glaube aber schon, dass es... Ah, jetzt haben wir 40. Aber wir haben kein Geld. Aber wir haben kein Geld. Ich glaube eher, dass wir Obdachlose in Wohnungen bringen müssen, statt die Wohnung, die da sind, zu verbessern. Ja, wir haben noch eine Baracke gebaut, deswegen... Wir bauen jetzt einfach Baracken. Ich weiß echt nicht, was wir mit dem scheiß Wohnen immer haben, ey. Genau, ein Haus ist halt geil. Wir müssen, glaube ich, auch mehr für gut Situierte tun, dass wenn die Leute gut situiert sind, dass die auch in gut situierte Wohnungen ziehen können. Her. Geil. Hafen? Der Hafen. Ah, wobei, das ist natürlich auch wichtig. Aber weißt du, wir reißen uns quasi den Arsch auf. Frachter, 34. Ui, okay. Dann können wir noch mal kurz in den Hafen bauen. Zuerst das Umspannwerk, oder nicht? Nee, das kostet nur 1000. Oh, hier sind dann... Ah, genau, hier bilden sich gerade Baracken. So, machen wir nochmal einen Hafen hin und das dann schön anbinden mit der Straße. Und dann da nochmal eine Baracke dran bauen. Genau, weil damit dann nochmal Leute. Richtig. So, Baracke. 1, 2. Und 1 und lieber noch ein Haus oder so. Und noch ein Haus und noch eine Baracke. Nee, wir haben da nochmal eine Baracke im Bau. Aber Apartmenthaus, dafür müssen die reich sein. Nee, gut situiert. Wie bei einem Haus, oder? Nein. Gut situiert oder wohlhabend. Gut situiert oder wohlhabend. Okay. Dann machen wir das Apartmenthaus. Ja. Wobei Haus natürlich eine geile Qualität hat. Ich glaube, das sind auch nicht so viele reich. Das heißt, wir können lieber Häuser bauen. Ja, wobei, da haben wir mehr Leute in der Qualität. Ja. Ne? Dann müsst ihr noch ein bisschen Spaß und so hin oder Läden oder so. Zirkus. Aber das ist ja egal. Zirkus haben wir da hier. Hätte ich einen Zirkus hingebaut, damit die beide irgendwie den Bus... Ja, das ist jetzt ja erstmal egal. Der Busi ist mir erstmal egal. So, das bauen wir jetzt mal am höchsten. Ja, wobei wohnen, aber wir haben ja noch Zeit. Ich habe echt gedacht, dass wir da irgendwann mal so kurz das Umspannwerk. Oh, sie mögen uns wieder weniger. Ja, klar. So, Umspannwerk, damit jetzt hier überall. Jetzt ist halt in diesen blöden Baracken. Aber wir geben uns doch so Mühe. Elektrizität minus 8. 43, 40, 37. Man könnte natürlich das mal kurz für alle erhöhen, wenn man kurz Geld hat und mal schauen, wie viel das manchmal hier bringt. Manchmal mache ich mir Gedanken über die Beichte, bauen. Präsidente. Ja, dann da kriegen kann wir man nämlich langsam. Bei den Religiösen wieder. Ja, aber das brauchen wir ja gerade aktuell noch nicht. Ja, wir aber haben wenn gar kein wir durch Geld. Die Busgarage... Ist jetzt echt kaputt gegangen? Ja. Nee, es brennt halt immer noch. Okay. Ja, gut, was willst du machen? Ach, guck mal, da ist nochmal Feuerwehr. Oh, die löschen das. Gut, dass nur auf der Hauptinsel mal Feuer ausbricht. Guck mal, das mit dem Haus ist echt gut. Mhm. Wenn da gut situierte Leute sind, die müssen auch gute Wohnungen haben. Weil wenn die, glaube ich, in Baracken 41. ziehen, sind die hart unzufrieden. Wow, gut, dass das so schnell funktioniert. Okay, 32 und 40. Das macht einen großen Unterschied. Ja. Das finde ich schon mal gut. Aber dass sich das hier nicht widerspiegelt, finde ich irgendwie... Das ist traurig. Also 53 erreicht man halt nicht. Oh, wir kennen ja mehr Obdachlose und Arbeitslose. Wir brauchen mehr, wo Leute arbeiten können. Zirkus oder so. Machen wir was mit Spaß. Zirkus. Wir haben ja kein Geld. Das ist egal. Zirkus ist gut. Mhm. Mindestens arm. Ja, das ist super. Achso, Geld. Und mehr Obdach. Ach, das ist doch alles doof. Da können auch noch Leute rein. Warum? Die Feuerwehr hat das Feuer gelöscht. Das ist immer noch eher höher, ne? Das machen wir mal niedrig. Machen wir hier aber normal. Dann haben wir hier wieder Arbeitsplätze. Wir haben... Minus 11.000. Ach ja. Du Scheiße. Das wird nix. Ich sehe schon unsere Missionen, die so laufen so gut. Aber die haben jetzt überall Strom, Mensch. Hier, die haben irgendwie keinen Strom. Oh, das ist auch neu gebaut. Okay. Ja, die wohnen in elektrifizierten Gebäuden. Das ist ja eigentlich alles schön. Also noch mehr gute Gebäude. Dann heißt das, haben wir hier nochmal Arbeitsplätze. Am Hafen kriegen wir nochmal Arbeitsplätze. Da, wenn wir dann noch Matrosen anstellen, dann kriegen wir noch 6 zusätzliche Arbeitsplätze davon. Ja, das wollte ich effizienter machen.
Das ist für unsere Wirtschaft eigentlich wichtig, ne? Ja, aber bitte, wir haben minus 15.000. Guck mal, die haben sehr viel im Lager. Ja, okay. Achsenmech Entwicklungshilfe. Oh, Mann, ey. Dann das blöde Umspannwerk, damit das hier fertig ist. Und dann ist der Hafen. Okay, so. Mega geil. Genau, nächster Frachter in. Dann können die hier mit ihren Transportbüros und brauchen die den Scheiß hier nicht mehr machen. Haben wir dann vielleicht auch einen zusätzlichen Handelsslot? Nee, das war, glaube ich, bei Tropico 5 so. Nee. Aber braucht man auch eigentlich nicht, ne? Läuft ja eigentlich. Jo. Was für, damit die Leute arbeiten und wohnen, ja, damit die auch was verdienen. Ja, ja. Dann machen wir einen blöden Zirkus dahin. Botanischer Garten ist so scheiße. Komm mal, einen guten Zirkus da. Dann kommen die beiden dahin und dann machen wir hier noch ein bisschen Wohnungen drumrum. Hier haben wir ein Apartment. Mal gucken, wie die ausgelastet sind. Okay, wir brauchen noch mehr für Arme. Oh ja, dann kommt Barakos. Los Barakos. Was haben wir hier? Überfall abgeschlossen. Forschung, Strafe. Ja, ist so scheißegal. So weit will ich nicht haben. Ah, die wollen auch schon gar nicht mehr in den billigen Wohnen. Ah, wir haben zu wenig Strom. Ah nee, es kommt ja gleich, ne? So. Aber das kann schon sein, dass wir bald auch zu wenig Strom produzieren, ja, Schatz. Ja, da muss ich halt noch einen einstellen. Netzwerkbilanz plus 12. Dann machen wir den Platz halt wieder auf. Dann kann es auch schon nicht teuer, jemand, ne, arbeiten. Ja. Brauchen wir eigentlich schon, ne? Ja. Wir haben für alles kein Geld. Aber wir haben jetzt zwei Häfen. Das ist schon mal, das entlastet schon mal. Plus 1000. Genau, wir sind hier ein bisschen weniger los, aber wir kriegen halt. Ja, genau, da haben wir jetzt halt immer weniger Outcomings, aber. Wir können das ja auch nochmal direkt mit dem. Ach nee, das ist zu teuer. Nee. Das ist schon so in Ordnung. Was haben wir jetzt hier? Ein kleiner Frachter. Den hatten wir jetzt hier. Okay. Wird aber langsam, wenn wir jetzt hier auch eine Anbindung haben, das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann haben wir da auch nochmal Plantage und. Genau, guck mal, das wird nämlich schön voll. Boah, Josh, die Leute wollen mal die Konservenfabrik bauen. Hauer baut, wir machen das ja auch. Nee, ja, aber jetzt haben demnächst. Wir... Demnächst. Wir haben jetzt weil aber jetzt nicht die Dinger wir da. Fisch und Ananas. Ich hätte lieber das hier rausgehauen, damit wir hier einen guten Wirtschafts... Okay. ...Dings hier haben. Warum wird das nicht... Ja, wir brauchen noch mehr Apartmenthäuser. Da, wo halt Leute gut situiert sind. Aber wir... Wo wir sind denn so klassische so Stellen? Wo werden denn Leute gut situiert? Da drüben, das haben wir schon gemacht mit ihrem scheiß... Kack-Premium-Wohnung da. Ja, die ziehen ja nirgendwo mehr ein. Wohnqualität ist ja mega geil. Da sind geil. Keine Hütten mehr. So, die sind auch alle voll besetzt. Wie viele Obdachlose haben wir denn noch? Ah. Was haben die? Der ist einfach mittel. Ah, okay, die haben auch keine Arbeit. Wir brauchen wieder mehr Arbeitsplätze. Auf der Hauptinsel? Wahrscheinlich auch, weil da auch Leute ankommen. Guck mal, was man da machen kann. Hey, in welche Richtung wollen wir denn dann gar gehen? Haben wir da noch irgendein Kohlevorkommen? Haben wir noch irgendwo Plantage? Vorkommen finde ich irgendwie scheiße. Das ist auch die Arbeitsqualität erbärmlich. Wir könnten nochmal ein Zuckerding anbauen und dann nochmal rummachen. Ja, oder wir Destillerien oder tun Tabak. Die blöden Ressourcen Tabak. Wieder. Tabak. Ja, da hinten. Da machst du da oben eine Tabakplantage. Da oben bis ich dahin habe ich so viel Geld für die Straße ausgegeben. Dann hinterm Palast von El Presidente. Ah, das wird langsam. Nee, das ist einfach zu schlecht. Da gibt es Sachen, die besser sind. Aber ich würde mich irgendwie konzentrieren auf, können wir da nicht... Wir könnten halt Zigarrenfabrik machen. Und dann hätten wir... Genau, damit die Leute Geld haben, um sich Wohnungen zu kaufen. Aber das hier wäre erstmal echt wichtig. Aber bei 20%, nee. Dann ist es nicht so wichtig. Wir können ein zweites davon bauen. Dann haben die Leute gleich noch wir Arbeit. Wir brauchen aber auf der Hauptinsel noch Gebäude, damit die Obdachlosen dort... Verstehst du? Ja... Und weil was die mit die los hier sind, brauchen arbeiten? Wieder Arbeitsplätze. Was sollen die da arbeiten? Deswegen. Farm ist halt scheiße. Die ja, sollen auch so eine gute Unterhaltung machen hier. Wir haben hier keine gute Unterhaltung, Mensch. Da arbeiten auch Menschen. Okay. Ja, oder nicht? Ja, doch. Die produzieren halt nichts, aber da arbeiten ja, auch dann Menschen. Ja, dann machst du den Zirkus da irgendwo hin, wo wenn es da Platz hat. Da, so. Zack. Und dann noch da unten anbinden, oder was? Ja. Wenn der Taverne stoppt, das ist dämlich. In die Taverne geht auch keiner. Ah, scheiße. Ja, und dann da Leute hinbauen. Oder eine Buslinie. Und, oder eine Buslinie. Musst, glaub, mit Tunnel machen. Ich baue da kein Tunnel, ist mir zu teuer. So, da sind wir hier, Leute. Dann können wir da nochmal eine Wohnung hinbauen. Genau, richtig. Die arbeiten. Ah, die arbeiten da gleich und dann machen richtig. Die... Ich habe aber kein Geld. Wobei, für so eine Baracke reicht das noch, oder? Eine Baracke reicht noch.
So. So, hau rein. Dann arbeiten die da und dingsen die da und dann können wir hier vielleicht nochmal eine Arbeitsstelle hinmachen. Vielleicht eine Farm oder so. Okay, jetzt haben wir echt wirklich gar kein Geld mehr. Und aber selbst die Leute wenn Farm, dann müssten wir gucken, was für eine Abdeckung wir haben, Schatz. Ja, da müssen wir schon mal gucken hier. Da passt eine wunderschöne Rinderfarm hin. Schafe sind auch schön. Was, Krokodile? Nee. Schafe oder Rinder. Da könnten wir Rinder ziemlich gut hinmachen. Dann machen wir da Rinder hin. Mach mal Rinder hin. Wenn wir gleich ein bisschen Geld haben. Milch, Fleisch und Leder. Ja. So, Alter, Latz. Kann man nicht irgendwann an Geldmangel sterben? Farm Rinder. Sag nicht, da passt halt nicht hin. Mach auf die andere Seite. Digga, dein Ernst? Bei die Plantage. Ja, da ist ja viel, viel, viel Kram hier. Das ist ja das Plantagengebäude. Warum ist das doch nicht so breit? Machst daneben die Plantage. Wo neben denn? Die da. Ja, okay. Also geht's sogar direkt. Ja. Gut, dann können die... Das ist natürlich ein bisschen weit weg. Dann baust du da gegenüber noch ein paar Baracken. Die müssen hier noch was zum Arbeiten hinmachen. Wieso? Die haben da eine Farm, wo sie arbeiten können und den Zirkus. Ja, das stimmt schon. Und das Transportbüro. Und das Transportbüro. Was ja auch ordentlich, ne, zweite Schicht und so. Ja, siehst du. Und dann kannst Wie du dann läuft denn bauen unser... noch eine Baracke. Das sind nicht ungünstig, das ne? Das ist die Nebeninsel. Oh, da haben wir auch keinen Feuerwache. Ja gut, aber die Turbos wollte eh eine Feuerwache haben. Stimmt. Können wir nur noch nicht bauen. Das ist zu teuer. Was sagt unser zweiter Hafen? War das jetzt gut oder war es jetzt schlecht? Immer so ein kleines Resümee ziehen. Exportiert gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Die sind immer noch, glaube ich, sehr stark darauf bezogen. Ja, deswegen habe ich gemeint, musst du diesen Teil der Insel mehr mit dem anderen verbinden. Guck mal, die fahren da trotzdem noch hin. Ich kann einfach eine Brücke rüberziehen. Ja. Aktuell nur nicht mit dem Geld. Da würde da auch quasi die Feuerwache hinkommen, aber es würde zu lang dauern. Ach, die soll jetzt halt komplett abbrennen. Was willst du denn machen? So. Umspannwerk ist fertig. Das hier läuft. Dann müssen wir mehr Leute hinkriegen. Da muss jetzt noch mehr Arbeit und mehr... Genau, Arbeit und Obdach muss hier hin. Sind denn da Hütten? Nee, hier ist nichts, aber da muss Arbeit und Dinge. Wir haben Arbeitslose und Obdachlose. Das Problem ist, du musst gucken, wo Hütten sind und dort in der Nähe das machen. Achsenmächte. Es sind nirgendwo Hütten. Auf der Hauptinsel sind Hütten. Nein. Doch. Da bauen wir doch aber gerade was dagegen, Mensch. Da tun wir doch gerade was dagegen, hier überall. Da sind keine Hütten mehr. Gut. Also nicht großartig. Guck mal. Also die Leute, die Ja, dann sind sag mir, warum die bei 42 sind. Wenn wir jetzt hier sowohl Dings als auch Dings hinbauen, dann passt das hier. Okay. Also Obdach und Arbeitsplätze. Was willst du dort hinbauen als Arbeitsplatz? Das weiß Noch ich eine ja Schiffswerft nicht. Oder was? Das wäre halt sinnvoll, ne? Aber da kriegen ja wenig Leute unter. Bei sowas kriegst halt viele Leute unter. Aber die werden halt dann nicht so... Werden die gut situiert hier? Nee. Die Doch, die werden größtenteils gut oh. situiert. Ach, bei der... Ja, eben. Ja, da kommt noch so ein Scheiß dahin. Noch eine Werft. Erst die Feuerwache. Ach nee, die nicht die Feuerwache, oder? Nee, Quatsch und Scheiß braucht keiner. Industrie. Ah, zu wenig. Oh, 9000, das ist schon teuer. Mhm. Ich glaube, ich müsste ab nochmal wieder loben, da aber. Kommt ein Frachter. Ja, guck mal, die Beziehungen, die kühlen ab, das ist nicht gut. Mhm. Ah, gut. Das mit dem Wirtschaftsding ist irgendwie. Ja, das blöde Wahlversprechen, ey. Ja, gut, ist ja egal. Dann brenn halt ab. Ist mir das jetzt nicht wert. So, das sieht gut aus. Genau, Beinfreiheit. Oh, verringert die Besuchszeit, damit die Leute da schneller wieder raus sind. Blaupause für Gefängnis. Was ist denn für eine Scheiße? Das will ich nicht. Mach mal den nächsten Überfall wieder triggern. Ey, das sind so viele voll. Wie geht's eigentlich auf der Insel weiter? Vielleicht haben wir da nämlich auch Hütten. Okay, vielleicht haben wir da auch Hütten? Nö. Ja, natürlich haben wir da Hütten. Die eine blöde Hütte. Der eine. Guck mal, da ist eine Baracke. Der ist halt mittellos, ne? Ist halt... Wir müssen ihm Arbeit geben. Sind die ja alle am Arbeiten? Wir können ihm hier Arbeit geben, wenn wir Geld hätten. Wir können noch ein zweites Goldbergwerk aufmachen. Nee.
denen geht's ja echt scheiße. Okay. Was können wir auf der Insel noch machen? So, irgendwas macht uns gerade finanziell so ein bisschen den Gar aus. Das ist leicht im Plus, diese Insel. Und die ist irgendwie stark im Minus. Diese läuft nicht mehr irgendwie. Die Insel läuft nicht mehr. Gummi herstellen. Ja, yes. Wow. Ich möchte mir gerne erst einen Broker kaufen. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Ja, ja. Bitte. Dann können wir das mit der Wohnungszufriedenheit. Keine Ahnung. Wie kann ich das jetzt benutzen? Oh, hoffentlich können wir das benutzen. Hast du geguckt, was da gestanden ist? Sie können aktuell 0 mal benutzen. Was kann ich denn jetzt machen? Keine Ahnung, bei der Verfassung steht irgendwas. Wir können Autos für alle wegmachen. Ja, der Scheiß. Wie kostet das aktuell? Hast du mit 50, ist aber okay. Okay. Oh ja, nee, komm. Wir brauchen die Zustimmung nicht mehr. Was war denn jetzt? Du hast es gelesen, ich nicht. Ich habe es nicht gelesen. Du kannst bei solchen Forderungen eine dritte, also wenn es darum geht, dass du irgendwas nicht erfüllen kannst, kannst du eine dritte Option hinzuschalten, sodass du es trotzdem erfüllen kannst. Genau, um diese Forderungen abzuschließen. Warum kann ich das denn nicht machen? Warum geht das hier nicht? Das ist wirklich doof. Ja gut, das ist natürlich jetzt ungünstig. Ich dachte, ne? Das geht dafür auch. Ach guck mal, die ist zufrieden mit ihrer scheiß Verordnung, wenn die nicht mehr da ist. Ja, gut, weißt dann... Oh. Wir brauchen jetzt nochmal mehr Obdach und Arbeit. Ich habe mich noch nicht drauf geeinigt, was wir dahin bauen wollen. Ach so, doch, noch Neues davon, ne? Mhm. Wenn wir Geld hätten, weil das bringt halt schön ordentlich Kohle. Und wir haben viel Income, das heißt, exportieren wahrscheinlich auch Planken so. Frachter... Jetzt reinhauen oder geht nicht? Geht immer noch nicht. Nee, immer noch unter 500 müssen wir eigentlich sein, ne? Mhm. Ist natürlich jetzt... Sag schnell. Ja, ich bin auch nicht so zufrieden, ehrlich gesagt. Wir müssen hier halt dann Wohnungen hin und so, ne? Mhm. Der blöde kleine Laden, ey. Genau, die Häuser sind halt voll geil. Klinik ist auch schon wieder voll, aber... Läuft nicht. Aber läuft gerade die ganze Zeit irgendwie nicht, ne? Kann ich jetzt da was Neues anlassen? Mm-mm. Aufhebbar seid. Ach so. Ach nee, ich kann mir auch nichts ändern. Doch, ich könnte was ändern, aber müssen Sie, ich bin zufrieden. Nicht. Ah, das läuft nicht. Warum läuft das nicht? Ach doch, guck mal, der hier macht ordentlich Kohle. Nur die Hauptinsel macht keine Kohle mehr. Ja klar, aber wobei, der füllt sich auch wieder, das läuft schon. Das ist halt die zack teure Insel. So. Und? Nö, alles doof. Okay. Baracke. Taverne will immer keiner hin, weil die Taverne scheiße ist. Die Farm. Baracke ist voll, noch mehr Baracken. Noch mehr Baracken bauen, okay. Und da würde ich eigentlich noch gerne was... Genau. Aha, ja, lass mal was bauen, ne? Scheiße, ey. Minus 20. Oh. Das wird nix. Das funktioniert nicht. Ah, minus 8. Okay. Ich bin immer im Minus. Oder wollen wir mal was Normales bauen, damit Leute vielleicht, die gut situiert sind, ist nehmen wir gut situiert hier von euch. Ah, einer ist gut situiert. Aber Baracke ist halt für alle, ne? Die Baracken sind alle voll. Mach die Baracken voll. Ich kann ja mal alle elektrifizieren, ja auch die neue. Vielleicht ziehen die dann da ein, meinst du? Ja, vielleicht kann man dann auch die, ne, so. Und bei der Farm einen noch hinbauen? Ah, das geht. Da können die hinlaufen. Das ist in der Nähe. Ich versteh's nicht. Wie viele Leute sind noch obdachlos? Wie viele? Ja, gut. Die sind alle arbeitslos. Ich wollte ja Arbeit schaffen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Wir brauchen was, wo viele Leute arbeiten können. So, wir haben auch diese blöden Kackfelder hier. Baracke und Felder. Hopp, schnell. Für alle. Was können wir da hinbauen? Mais ist kacke. Zucker läuft nicht. Tabak war gerade ein bisschen. Hier kannst du gar nichts hinbauen. Gummi.
Oder wir machen da Tiere oder so. Schafe kannst du hinmachen. Schafe kann man ziehen. Dann ziehen wir da 3-4 Schafe. Wenn wir Geld haben. Wenn wir jemals wieder Geld haben. Ah, sowas wäre halt so, solche Sachen sind halt wichtig, ne? Wir hätten noch eine Schiffswerft viel früher. Oder der upgraden, ne? Ja. Ah, das ist doof. Broker, hast du noch was? Nein. Ach nee, aber seine blöde Broker-Aufgabe noch. Ich habe gesehen, dass diese Dinge erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsident. Ja, ja. Nee, das ist bei weitem nicht möglich. Ey, aber wir haben uns schon so viel, wir haben uns um 3 Prozentpunkte gebessert. Wie gesagt, ich würde, aber wir sehen, dass ja die Wohnqualität tatsächlich echt wenig ausmacht, wie es aussieht. Ja, so traurig eigentlich. Ach, jetzt haben wir ja so eine blöde Handelsroute hier. Dann kommt das nächste exportieren. Waffen haben wir nicht. Ananas. Haben wir gerade noch eine Ananas? Ja. Ja, nee, dann geht das nicht. Gehen tut das schon, aber warum wollen Fleisch. 10% Fleisch. Mehr? Fleisch. Wir haben kein Fleisch. Natürlich, wir haben Fleisch, die ganzen Farmer an okay. Fleisch. So, stopp. Sofort hier dahin bauen, ne? Sofort wieder Kohle ausgeben. Achso, erstmal die Dinger platzieren und dann die Straße hinbauen. Farm. Oh, wir können auch Fischereihäfen nochmal bauen. Ah, nee, nicht Plantage. Wir wollten Farm und Schaffarm machen. 2. 89 war gerade irgendwo. Ja, 87 und 89. Okay. Ja, Gebäude zerstört, Baracke. Pff, don't care. So, eine Straße hin. Und da ein bisschen Baracken Obamas noch hin, ne? So ein paar. Wie war das mit, er hat sich's abgewöhnt? I tried to. So, und das und noch mit meinem Haus vielleicht. So. Mit mir auch El Presidente kümmert sich um seine Leute. Ja, Tatsache. Er versucht's halt. So. Dann haben wir jetzt hier nochmal einen großen Teil für Arbeit und ich glaube aber echt, dass das ein spielbeendendes Ding sein könnte. Da habe ich echt keinen Bock. Nein. Quatsch. Ja, was machen wir denn dann? Dann machen wir Feierabend. Die sind dann nur sehr wenig mit uns zufrieden. Ja, die sind eh zufrieden genug, ehrlich gesagt. Sonst würde da ja stehen, Ja, aber du siehst, in der Realpolitik funktioniert das ja auch. Die Leute wählen dich ja trotzdem nochmal. Auch wenn du die Leute enttäuschst. Ach, da kam gerade einer, okay. 17.000 hat er exportiert. Ich glaube auch, das wäre echt leicht über unseren Verhältnissen irgendwie. Ich weiß es nicht. Das müssen wir aufbauen, das ist ganz wichtig. Weil, damit da wieder Leute... Ja. Genau, hier haben wir nämlich auch die Wohnqualität dann am Sack. Wir müssen alles elektrifizieren, was uns unter den Arsch kommt. Oh, Baubüro ist, glaube ich, ja ganz schön ausgelastet gleich. Ja, gut, aber ich baue trotzdem. Oh. Da brauchen wir noch mehr. Ne? Nochmal hier was. Sag nicht, ich kann jetzt hier keine Baracke hinbauen. Oh, Kinos. Ist nicht die Baracke hier noch fast leer? Oh, nee, nein, ist auch voll. Voll. Brauchen wir ja auch nochmal theoretisch nochmal eine Baracke, weil das hier sehr viele Arbeitsplätze sind. Jetzt haben wir dann die Arbeitsplätze und die Wohnungen. Könnte was werden. Und die Unterhaltung? Ich glaube zwar nicht, das kriegen wir nicht mehr hin, aber... Das kriegen wir auch nicht mehr hin. Es läuft. Aber wir haben uns ja trotzdem... Geh noch mal bitte auf die Quest, bitte. Auf welche? Auf die hier? Erreichen Sie eine durchschnittliche Wohnungszufriedenheit. Genau, und dann steht unten innerhalb erfüllen. Aber wenn wir es trotzdem schaffen, nur nach dem Zeitraum... Nee, dann ist die Quest vorbei. Oh, hier haben wir nochmal. Oh, hier haben wir Barkenbildung. Dann mach... Hüttenbildung. Wie seid ihr denn? Ihr seid alle mittellos, weil ihr keine Arbeit habt. Mach noch einen Kokosnussernter hin. Ihr seid arm, okay. Da machen wir dann noch eine Baracke hin. Wir können ja irgendwas hier mit Holz machen, ne? So Holzfällerlager. Wir haben schon 2 Holzfällerlager. Achso, ja, das stimmt. 3, glaube ich sogar. 2. Ich will, dass die Leute halt arbeiten. Häuser brauchen wir auch nicht. Da brauchen wir eine Baracke hier nochmal irgendwo. Ja, da, so genau halt hier, dahin. Ne? So. Damit die da zum Saar einziehen können. Die sind alle voll. Ich würde gerne auch die neuen halt elektrifizieren, aber ich habe jetzt ja kein Geld. Genau, die werden ja teilweise gut situiert. Das heißt, da wäre halt sinnvoll, dass das Haus hier fertig wird. Damit die ins Haus einziehen. Ich verstehe absolut nicht. Wir haben jetzt schon so viele Häuser wieder gefüllt und das... Ja, wir kriegen auch dauernd Immigranten. Das ist halt, du musst die halt auch alle in... Guck mal, das steigt noch eher, als dass wir es in den Griff kriegen. Ich würde gerne diese Einwanderungsdinger irgendwie so ein bisschen verändern. Jetzt haben wir den nächsten Arbeitsplatz fertig.
Ja, klar, aber das ist halt die. Sind halt dann arm und dann leben die in dieser Baracke. Ist besser als nix. Ja, das stimmt schon. Boah, wir müssen echt eine große Arbeitsplatzoffensive. Fuck, wir müssen unsere Verfassung ändern. Lass mal das mit diesem frühen Rumgammeln machen. Ja, aber dann sind die ja wieder mittellos. Ach so, ja. Dann lass mal nicht machen. Und they all hate us. Ich will auch kein Kriegsrecht haben. Dann macht die Ausbeutung, das senkt die Lebenserwartung, dann sterben die. Oha. Dann steigt das Rentenalter auch. Mach mal das, geh nochmal zur Verfassung. Verfassung, genau. Da steht. Nee, aber dann haben. Stopp, dann müssen wir mehr, dann fangen die früher an zu arbeiten. Ja. Mm-mm. Eigentlich will ich das halt nicht haben. Ach, senkt die Arbeitsqualität, das war auch doof. Irgendwann würde man ganz gerne aus dem Minus rauskommen, aber. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder neue Wohnungen gebaut, aber. Nö. Und apropos nö. Jetzt für die Militärbasis wählen. Was machen wir denn mal Schönes? Was haben wir denn gebaut? Nichts Sinnvolles, ne? Ja, wir haben noch die Werft gebaut. Ja, aber das sieht ja nicht irgendwie. Dankeschön. Ich hoffe, ich kann das irgendwann mal ausblenden. Ja gut, das ist schon in Ordnung. Kann man machen. Ja. Verzweiflung pur. Ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht haben wir nächstes Mal verloren. Kommt der Countdown. Wir wissen es noch nicht. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Bitte bis zuschauen.